Als Terry blutverschmiert nach Hause kommt, ruft er sofort weinend nach seiner Mutter. Es wäre etwas Furchtbares passiert, sagt der damals gerade einmal 13 Jahre alte Junge. Was Terry dann von sich gibt, gleicht einem Horrorfilm. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Mystery hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und ich wünsche euch natürlich als erstes ein wunderschönes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Und ja, es tut mir leid, dass mal wieder so lange kein Video gekommen ist. Ich habe mir wirklich vorgenommen, dieses Jahr mal wieder durchzuziehen. Ist im Moment ein bisschen schwierig, weil ich auch noch sonst viel arbeiten gehe. Aber ja, das ist auf jeden Fall mein Jahresvorsatz und ich weiß, man kann immer jederzeit mit allem anfangen, aber trotzdem hat mir das neue Jahr jetzt mal so ein bisschen Motivation gegeben, hier auch wirklich mal wieder regelmäßig Content zu posten. Das einmal dazu. Ich habe heute einen Fall für euch rausgesucht, der in Australien gespielt hat und ich muss sagen, dieser Fall ist wirklich sehr, sehr heftig und ich werde zwischendurch auch mal so eine kleine Triggerwarnung aussprechen, weil ja, ich in manchen Stellen ein bisschen mehr ins Detail gehen werde und das sind halt sehr heftige Details. Genau, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in den Fall rein. Peter Allen Aston wurde 1969 im Osten Australiens geboren. Über sein Elternhaus ist nicht wirklich viel bekannt, aber er kam auf jeden Fall nicht aus schlechten Verhältnissen. Peter war immer ein Stückchen größer als die meisten anderen in seinem Alter. Er litt außerdem unter Kurzsichtigkeit und musste deshalb eine Brille tragen. Er wurde oft leider gemobbt, weil er so ein bisschen ja auch so ein schlaksiger Typ war und vielleicht jemanden, den man so von außen als Nerd bezeichnen würde und deshalb ging er auch nicht besonders gerne zur Schule und schwänzte auch des Öfteren mal den Unterricht. In der Zeit machte er leider nicht immer so besonders tolle Dinge, er schlich meistens durch Kaufhäuser und klaute irgendwelche Gegenstände. Meistens war auch sein bester Freund Terry mit dabei, die beiden kannten sich noch nicht so lange. Sie gingen gemeinsam auf die gleiche Schule. Am 4. Mai 1982 trafen sich Terry und Peter morgens wieder einmal, um gemeinsam die Schule zu schwänzen und sie wollten die Zeit zusammen an einem See verbringen. Zu dem Zeitpunkt waren beide gerade einmal 13 Jahre alt. Vor kurzem hatten die beiden Jungs Pläne gemacht, dass sie zusammen nach Melbourne trampen wollten und an diesem Morgen sprachen sie dann noch einmal genauer darüber und wollten das Ganze dann auch umsetzen. Sie hatten einfach Lust, ja, so ein kleines Abenteuer zu erleben und ich denke mal, in dem Alter ist man sich noch nicht so darüber bewusst, was das Ganze ja auch für Gefahren bürgen kann. Und sie beschlossen dann auch, sich noch am gleichen Morgen auf den Weg nach Melbourne zu machen. Ihr Ziel war etwa 1600 Kilometer von dem Wohnort entfernt und sie wussten, dass es wahrscheinlich eine ganze Weile dauern würde. Und sie dachten auch nicht wirklich darüber nach, dass sich natürlich die Eltern unheimliche Sorgen machen würden, denn sie wollten natürlich davon auch niemandem erzählen. Sie hatten nur das Nötigste mitgenommen, den Rest wollten sie dann auf dem Weg in verschiedenen Läden klauen. Gegen 10.30 Uhr liefen sie dann am besagten Tag zur Kingston Railway Station, um einen Zug nach Brunswick Station zu nehmen. Das war eine kleine Stadt und dort gingen sie zunächst zu einer kleinen Ladenpromenade und klauten dort verschiedene Kleidungsstücke, unter anderem auch Jeans und eine Jacke. Dann fuhren sie mit einem Zug weiter in eine andere kleine Stadt zu einem Supermarkt, wo sie Zigaretten klauten. Nach einer Weile kamen sie dann zu Fuß an einem Highway an und wollten dort trampen, also sie versuchten dann Autos anzuhalten und scheinbar schienen sie auch Glück zu haben, denn schon bald entdeckten sie in einer kleinen Entfernung ein Auto am Straßenrand und dort war ein Mann mit geöffneter Motorhaube und er schien sein Auto zu reparieren und so beschlossen die beiden Jungs einfach zu dem Mann zu gehen und zu fragen, ob sie mitfahren könnten, sobald das Auto eben wieder funktionstüchtig wäre. Der Mann war ungefähr Anfang 20, er sah sympathisch aus und er sagte dann auch sofort, dass die beiden gerne mitfahren könnten und dann entdeckten die beiden Jungs, dass im Auto noch ein weiterer Mann saß. Dieser Mann saß auf dem Fahrersitz und schien eben auch einfach darauf zu warten, dass sie wieder weiterfahren könnten. Peter sollte sich dann schon mal auf den Beifahrersitz setzen und Terry sollte auf die Rückbank des Autos. Die Jungs hatten keine Angst vor den fremden Männern, sie machten sich
wie gesagt, auch nicht wirklich groß Gedanken und hatten eben nur ihr Abenteuer im Kopf. Diese Naivität sollte sich aber leider auch in diesem Fall als einen fatalen Fehler herausstellen, denn sobald die beiden sich ins Auto gesetzt hatten, zückte der ältere Mann auf dem Fahrersitz plötzlich eine Waffe und hielt sie Terry an den Kopf. Er drohte, wenn Terry sich bewegen würde, dann würde er schießen. Kurz darauf stieg dann auch der jüngere Mann mit ein und sie fuhren ein kleines Stück den Highway hinunter und während der Fahrt holten sie Handschellen und machten Peters Hände an der Lehne des Vordersitzes fest und auch Terrys Hände fesselten sie. Sie erzählten dann den Jungs, dass sie Polizisten wären und dass sie die beiden jetzt wieder nach Hause bringen müssten und dass sie keine Angst haben bräuchten, denn das Ganze würde nur zu ihrer Sicherheit dienen. Doch plötzlich fingen sie an, auf Peter einzuschlagen und das auf sehr, sehr brutale Weise. Sie fuhren dann mit den Jungs Richtung Küste an einen abgelegenen Weg, den sie gut zu kennen schien. Dann hielten sie an und zerrten zuerst Peter aus dem Auto und sie machten ihm so eine Art Zehenschellen um die Zehen. Also ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal irgendwie gesehen habt. Sie machten sich über Peter lustig, beleidigten ihn und anschließend holten sie auch Terry aus dem Auto und traten ihn mit Stiefeln immer wieder in die Leiste. Er fiel dann auch vor Schmerz zu Boden und konnte auch gar nicht mehr reden. Also sie gingen einfach direkt sehr, sehr brutal vor. Und an dieser Stelle spreche ich eine Triggerwarnung aus, denn jetzt werde ich so ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr brutal. Also wenn ihr das nicht hören könnt, dann blende ich euch hier die Zeit ein, wo ihr das Ganze vielleicht überspringen könnt. Danach wendeten sie sich wieder Peter zu und zogen ihm die Kleidung aus. Sie schlugen ihn, missbrauchten ihn sexuell und stachen auf ihn ein. Dann brannten sie ihn auch noch mit Zigaretten, so ein paar Löcher überall eigentlich in den Körper. Sie schlugen ihm mit dem Gewehr in den Kiefer, was ja auch sehr, sehr schmerzhaft ist. Stellt euch mal vor, so eine Metallwaffe und ihr kriegt die einfach volle Kanne ins Gesicht. Also ja, auch sehr, sehr schmerzhaft. Und das Ganze war so doll, dass das Gewehr in zwei Teile brach. Sie zündeten dann auch vor ihm ein kleines Feuer an und hielten ihn immer wieder so nah ans Feuer, dass er eben auch schon so leichte Verbrennungen bekam. Dann machten sie ihm mit einer Lederstanze Löcher in die Ohren, also sie stachen einfach so auf sein Ohr ein, schnitten ihm in die Kehle und stachen ihm auch immer wieder mit einem Messer in den Kopf. Und dabei achteten sie auch darauf, dass Peter nicht ohnmächtig wurde. Also sie wollten ganz bewusst, dass er diese Schmerzen auch noch mitbekommt. Sie zwangen dann auch noch Terry an Peters Genitalien zu lecken und auch von seinen Haaren zu essen. Trotz allem schaffte Peter es auf irgendeine Weise, sich von diesen Zehenfesseln zu befreien und versuchte dann in einem Moment wegzurennen und leider schaffte er es nicht. Er wurde wieder eingeholt und ihr müsst euch mal überlegen, er war ja schon in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Also er hatte ja schon extreme Schmerzen, sehr schlimme Verletzungen und trotzdem hatte er es noch geschafft, wegzulaufen. Aber wie gesagt, leider wurde er schnell wieder eingeholt und erneut gefesselt. Der ältere Mann holte dann eine Schaufel aus dem Auto und fing an, auf Peter einzuschlagen. Sie zwangen dann auch Terry, die Schaufel zu nehmen und ebenfalls auf Peter einzuschlagen. Terry versuchte natürlich, das Ganze so sanft wie möglich zu machen, aber es trotzdem brutal aussehen zu lassen, weil er Peter ja logischerweise nicht verletzen wollte. Er hatte aber einfach nur Angst um sein eigenes Leben und das, was mit Peter gemacht wurde, war ja so brutal, dass Terry natürlich unglaublich fürchtete, dass ihm das Gleiche noch blühen würde. Und so versuchte er alles, um irgendwie sich mit den Tätern gutzustellen. Und er sagte dann auch tatsächlich, er würde gerne mitmachen. Und ich finde das so, so schwierig, weil natürlich er wollte Peter nicht wehtun. Aber in dem Moment hat er einfach nur versucht, sich selber zu schützen und sah das einfach als Möglichkeit quasi, sich mit den Tätern zu verbünden, wenn er einfach sagen würde, ich möchte mitmachen. Die Männer schlugen dann Terry vor, er könne ja schon mal ein Grab für seinen Freund schaufeln. Der ältere Mann ging dann auch mit Terry los, sie suchten eine geeignete Stelle, sie schauten, dass der Boden auch nicht zu fest war und dann fingen sie auch tatsächlich an,
ein Grab für Peter zu schaufeln. Und Peter war zu dem Zeitpunkt ja immer noch am Leben. Ja, und jetzt wird's richtig, richtig brutal. Sie packten Peter lebendig in dieses Loch, was sie geschaufelt hatten. Also er atmete noch, er war noch klar im Kopf. Und dann fingen sie an, das Loch zuzumachen. Das heißt, er wurde lebendig begraben und man hörte noch so richtig dieses Röcheln und wie er den ganzen Sand einatmete. Und dann wurde es natürlich irgendwann still, weil er dann, ja, erstickte. Danach stiegen die Männer gemeinsam mit Terry wieder ins Auto und fuhren zurück nach Brisbane. Auf dem Weg hielten sie bei einem Park, um dort Beweismaterial wegzuwerfen, also zum Beispiel auch Peters Klamotten. Sie fuhren dann noch an verschiedene andere Orte, wo man zum Beispiel dann auch die Schaufel entsorgt hatte, um, ja, wie gesagt, einfach kein Beweismaterial mehr zu haben. Als die Männer alles entsorgt hatten, stiegen sie wieder ins Auto ein, wo Terry die ganze Zeit wartete und natürlich unglaubliche Angst hatte. Also ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil Terry hat ja gesehen, dass die Männer zu sehr, sehr grausamen Taten in der Lage waren. Und irgendwo war ihm natürlich auch klar, dass ihm wahrscheinlich noch Schlimmes blühen würde. Aber überraschenderweise fragten die beiden Männer Terry dann einfach, wo er wohnen würde. Er sagte dann auch seine Adresse und die Täter fuhren ihn direkt vor sein Wohnhaus, wo Terry dann ausstieg. Und dann fuhren die beiden Männer weg. Vorher sagten die Täter noch, dass wenn er irgendjemand etwas davon erzählen würde, was passiert war, dann würde man mit ihm das Gleiche tun. Terry war tatsächlich mit seinem Leben davon gekommen. Er war natürlich total verstört und rannte direkt ins Haus zu seiner Mutter, fing an zu weinen und erzählte alles, was passiert war. Zu dem Zeitpunkt war es bereits früh am Morgen des nächsten Tages, also des 5. Mai. Und seine Mutter sagte natürlich sofort, dass sie jetzt zur nächsten Polizeistation fahren würden und dass er dort noch einmal alles erzählen müsste. Gegen 4.45 Uhr am Morgen hatte Terry dann einen Bericht abgegeben. Allerdings waren die Polizisten sehr, sehr skeptisch. Also sie hatten irgendwie das Gefühl, dass die Geschichte nicht ganz stimmen konnte, denn von so einem Fall hatten sie noch nie gehört. Also das ist ja schon sehr dumm von den Tätern, wenn die quasi einen Zeugen einfach so laufen lassen. Außerdem war Terry komplett mit Blut verschmiert, er hatte blaue Augen und man vermutete eben, dass die ganze Geschichte ganz anders war, und zwar, dass es diese beiden Männer gar nicht gab und dass Terry und Peter einfach einen Streit gehabt hatten, der eskaliert war und dass Terry dann irgendwann ausgerastet ist und seinen besten Freund selber umgebracht hatte und sich jetzt einfach diese Geschichte ausdachte, um eben nicht selber dafür bestraft zu werden. Ermittler gingen der ganzen Geschichte dann aber natürlich auch auf den Grund und sagten, dass Terry ihnen zeigen sollte, wo Peter begraben wurde. Und Terry war sich nicht mehr ganz sicher, wo das Ganze war. Das ist ja irgendwie auch klar. Er muss ja die ganze Zeit unter Schock gestanden haben. Und ich glaube, das Letzte, was man dann macht, ist, dass man sich die ganzen Wege so genau einprägt, weil man ist ja die ganze Zeit einfach nur mit der eigenen Angst beschäftigt. Und diese Feldwege, wo sie hinfuhren, sahen für Terry auch irgendwie alle gleich aus. Und insgesamt gab es mehrere Anläufe. Terry war sich immer wieder sicher, dass das der Weg wäre, wo man Peter begraben hatte. Aber man fand nichts. Doch schließlich, irgendwann sagte Terry, das muss der Weg sein. Und dann fuhren sie wieder so einen abgelegenen Küstenweg entlang. Und tatsächlich war es diesmal auch richtig. Und Terry konnte zeigen, wo Peter begraben wurde. Zu dem Zeitpunkt war es noch relativ dunkel und Ermittler leuchteten mit Fackeln den Weg ins Gestrüpp und entdeckten sofort eine riesige Blutlache und die Umrisse eines Grabes. Es stellte sich dann heraus, dass Peters Blut, also das alles, was aus seinem Körper strömte, von dem Sand quasi nach oben gesogen wurde und deshalb war eben an der Oberfläche vom Grab alles voller Blut. Als Terry das Grab entdeckte, rannte er sofort zu seiner Mutter zurück und schrie. Er muss natürlich schon zu diesem Zeitpunkt unglaublich traumatisiert gewesen sein, weil er war einfach erst 13 Jahre alt und das, was er dort gesehen hatte an diesem Tag, war einfach, ja, glaube ich, schlimmer als jeder Horrorfilm. Die Polizisten fanden ganz in der Nähe von Peters Grab ein Messer und eine Socke. Und Peters Körper wurde dann auch ausgegraben und die Autopsie ergab, dass mehr
als 30 Mal auf ihn eingestochen wurde. Er hatte mehrere Platzwunden am Kopf und an einigen Stellen hatte man ihm die Haare abgeschnitten. Er hatte eine tiefe Schnittwunde am Hinterkopf, mehrere Schädelbrüche, Hirnblutungen, Stichwunden sowie Verbrennungen am Ohr, im Gesicht und auch Schnittwunden am Auge. Außerdem hatte er Frakturen an der Wirbelsäule, eine Schnittwunde an der Kehle, wobei auch wichtige Arterien verletzt wurden. Auf seiner Brust waren ebenfalls Stichwunden und auch unzählige Verbrennungen durch Zigaretten. Sein Genitalbereich und sein Po waren voller Blutergüsse und er hatte unzählige Schürfwunden. In Nase, Mund, Luftröhre und Lunge war Sand und die Todesursache, die dann festgestellt wurde, war eben Erstickung. Das heißt, es war nicht der Schnitt in die Kehle oder irgendetwas, es war wirklich die Tatsache, dass man ihn lebendig begraben hatte und ja, wie ich euch schon erzählt habe, bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann eben erstickt ist, hat er auch alles noch mitbekommen. Nach dem Fund wurde Terry noch einmal intensiv befragt und konnte nun auch mehr über die Täter aussagen. Er konnte das Auto der Männer sehr gut beschreiben und sagte, sie hätten sich gegenseitig Bob und Paul genannt. Und Bob wäre der ältere Mann, der das Auto gefahren hatte. Ja, man konnte auch Phantombilder anfertigen und es war wirklich unglaublich, wie gut Terry die beiden Männer auch noch beschreiben konnte und auch das Auto und dass er sich eben an so viele Details erinnern konnte, obwohl er ja wirklich die ganze Zeit einfach nur unter enormer Angst gestanden haben musste. Die Kleidung von Peter wurde in einem Mülleimer entsorgt bei einem Park, also das war alles laut Terrys Aussage. Und die Polizei fuhr dann auch zu dem besagten Mülleimer. Doch leider war schon früh am Morgen der Müll entsorgt worden. Also das Beweismaterial war weg und die Polizei wollte es natürlich unbedingt haben. Und daraufhin fuhren die Ermittler zu einer Mülldeponie und mussten dann tatsächlich 25.000 Tonnen Müll durchforsten, bis sie schließlich Peters Kleidung fanden. Danach wendeten sie sich an die Öffentlichkeit und gaben eine Beschreibung der Männer und des Autos heraus. Und am nächsten Morgen kam dann der Anruf einer Person rein, die glaubte, die Männer wiederzuerkennen. Laut dieser Person wären die beiden Männer Soldaten der Armee. Und zwar handelte es sich bei den Männern um den 34-jährigen Robin Reed und den 17-jährigen Paul Luckman. Die Polizei fuhr dann sofort zum Quartier der Soldaten und sie durchsuchten das Zimmer von Paul und Robin, denn das waren eben zwei Soldaten, die sich ein Zimmer geteilt hatten und die anderen Soldaten sagten auch aus, dass man die beiden immer viel zusammen sah, dass sie ja schon manchmal ein bisschen komisch wirkten und der Verdacht verhärtete sich auf jeden Fall, dass es eventuell tatsächlich die Täter waren. Zu dem Zeitpunkt, als die Polizei bei dem Quartier eintraf, waren Paul und Bob oder Robin, wie auch immer er genannt wurde, nicht da. Im Zimmer der beiden fanden sie über 30 Messer, Schwerter, Bücher über Fesselmethoden und Satanismus und ja, auch ein Buch, was The Devil's Bible hieß. Dann fanden sie noch so eine Art Fotoalbum mit verschiedenen Haaren. Also es sah aus, als ob sie von Leuten die Haare gesammelt hatten und sie dann wie in so ein Sammelalbum einklebten. Dann fanden sie auch noch ein Notizbuch, in dem über die Entführung eines Jungen geschrieben wurde. Als man sich dann nach dem Aufenthaltsort von den beiden erkundete, sagte ein anderer Soldat, dass sie weggefahren wären mit einem Kollegen in einem blauen Auto. Die Polizei leitete sofort eine offizielle Fahndung ein und es war auch nicht ganz klar, ob der dritte Mann, also mit dem die beiden unterwegs waren, auch irgendwie involviert war und ihnen vielleicht bei der Flucht helfen wollte. Doch kurz darauf tauchte dieser dritte Mann, also mit dem die beiden gerade unterwegs waren, auf einer Polizeistation etwas entfernt in Tenterfield auf. Und bei diesem anderen Mann handelte es sich eben auch um einen Soldaten, also um einen Kollegen von den beiden anderen namens Robert Ponceni. Er sagte aus, er wäre von den beiden Männern entführt worden und sie hatten ihm erzählt, dass sie einige Tage zuvor einen Jungen umgebracht hätten. Weiter erzählte er, dass Paul und Robin am
Morgen des 6. Mai in sein Zimmer gekommen waren und ihn geweckt hätten. Robin sagte, er hätte etwas Giftiges gegessen und nun sollte Robert ihn mit Paul zu einem Krankenhaus fahren. Robert tat dies natürlich, er ahnte nichts Böses und nahm Paul und Robin dann mit in sein blaues Auto. Robin setzte sich auf den Beifahrersitz, während Paul auf die Rückbank ging. Und sobald sie im Auto waren, zückte Paul ein Messer und hielt es an Roberts Kehle. Robin fesselte ihn währenddessen mit Handschellen. Sie zwangen ihn dann vom Fahrersitz und stattdessen setzte sich Robin ans Steuer und sie fuhren dann einfach los, also irgendwo hin. Und während der Fahrt erzählten sie eben, dass sie den verschwundenen Jungen aus Kingscliff getötet hätten. Also dabei handelte es sich dann eben um Peter. Sie fuhren mit Robert nach Tenterfield und sagten, er solle nicht das tun, was Terry getan hatte, also zur Polizei zu gehen. Ja, ich muss sagen, an dieser Stelle war die Geschichte für mich so ein bisschen verwirrend, warum sie das überhaupt gemacht hatten mit diesem Robert. Also sie haben ja einfach einen Kollegen ins Auto gezerrt. Diese Geschichte mit dem Gift und dem Krankenhaus hatten sie sich einfach ausgedacht. Also sie hatten ja Robert gebeten, dass er die beiden zum Krankenhaus fahren sollte, aber stattdessen hatten sie ihn dann einfach entführt und einer von den beiden soll wohl gesagt haben, dass sie das einfach nur für den Kick getan hatten. Sie haben dann eben Robert an einem anderen Ort einfach wieder rausgelassen. Ich fand das Ganze ein bisschen unlogisch und auf der Fahrt haben sie ihm eben einfach erzählt, dass sie dafür verantwortlich gewesen wären, dass eben dieser Junge namens Peter verschwunden und ermordet wurde. Das Ganze war ja zu dem Zeitpunkt auch schon groß in den Nachrichten und so, deswegen ja, war natürlich den beiden Tätern auch klar, dass Terry doch bei der Polizei gewesen war und das Ganze gemeldet hatte. Und ihnen war ja auch bewusst, dass die Polizei nun nach ihnen fahnden würde. Ja, also ich weiß nicht genau, warum sie dann diesen Kollegen namens Robert entführt haben und ihn dann einfach noch irgendwo rausgelassen haben, wo er dann danach auch zur Polizei gehen konnte. Weiß ich nicht genau, aber so kam auf jeden Fall das Ganze irgendwie heraus. Am gleichen Nachmittag ging bei der Polizei ein weiterer Hinweis ein. Jemand hätte das blaue Auto, nachdem eben jetzt gesucht wurde, auf einem nahegelegenen Highway gesehen. Die Polizei konnte das Auto dann auch finden und anhalten und darin waren tatsächlich auch Paul und Robin, die sofort festgenommen wurden. Robin wurde am 20. Oktober 1948 in England geboren und wuchs in einer relativ wohlhabenden Familie auf. 1961 zog er mit seiner Familie nach Australien und mit 14 Jahren ging Robin von der Schule ab und hatte dann verschiedene Minijobs, bis er schließlich 1972 bei der Armee anfing. Und bis zum Mord an Peter war er tatsächlich offiziell nie straffällig geworden. Er galt als sehr intelligent und hatte auch einen hohen IQ. Bei seiner Befragung auf der Polizeiwache gestand er das Ganze auch direkt, sagte allerdings, dass er ja seltsame Stimmen in seinem Kopf gehört hätte, die ihn dazu zwangen, das Ganze eben zu tun. Seine Taktik war eben, dass er vor der Polizei als nicht zurechnungsfähig gelten würde, damit er eben eine mildere Strafe bekommen würde. Dann versuchte er auch noch die ganze Schuld auf Paul zu schieben und sagte, dass es eigentlich seine Idee war und dass er ihn eben dazu angestiftet hätte. Paul Luckman wurde am 1. November 1964 in Melbourne geboren, wurde von seinem Vater großgezogen und hatte keinen Kontakt zu seiner Mutter. Ja, sprich, er kam auch aus sehr schwierigen Verhältnissen. Seine Mutter war wohl alkoholabhängig und lebte mit einem Mann zusammen, der ebenfalls Alkoholiker war und sie auch körperlich missbrauchte. Paul verließ mit 16 Jahren die Schule und arbeitete dann einige Zeit im Rotlichtmilieu. Mit 17 Jahren trat er der Armee bei und lernte so eben auch Robin kennen und die beiden merkten schnell, dass sie ähnliche Interessen hatten. Also sie hatten beide sehr gewalttätige Fantasien und schaukelten sich dann auch irgendwann so ein bisschen selber hoch. Sie bekamen auch ein gemeinsames Zimmer und ja, hegten dann sehr kranke Gedanken aus. Robin hatte eine Leidenschaft für Waffen und Satanismus und brachte dann auch Paul einiges darüber bei. Die beiden waren bald wirklich unzertrennlich und unternahmen eigentlich alles gemeinsam. Und wie auch Robin versuchte Paul bei der Befragung die ganze Schuld auf Robin zu schieben. Also sie versuchten einfach gegenseitig sich die Schuld zuzuschieben. Aber für die Polizei war einfach klar, dass beide
tief in der Sache steckten. Kurz darauf kam ein weiterer Soldat aus der Armee zur Polizei und sagte, er wäre vor einigen Wochen mit Paul und Robin in einer Kneipe gewesen und Robin hätte nach ein paar Bier erzählt, er würde gern mal einen Jungen entführen, foltern und dann irgendwann in einer abgelegenen Gegend begraben. Also es war eigentlich eine ziemlich genaue Beschreibung wie das, was sie letztendlich auch getan hatten. Und ich muss sagen, das zeigt ja eigentlich schon so ein bisschen, dass die Idee eher von Robin ausging. Man muss auch sagen, dass er wirklich der Ältere war. Paul war ja damals erst 17. Robin war ja schon über 30 Jahre alt und ja, ich denke natürlich schon, Paul ist auch schuldig, aber wahrscheinlich so dieser Anstoßer kam anscheinend doch eher von Robin. Vor Gericht wirkte Robin fast schon glücklich über die Aufmerksamkeit, die er bekam und berichtete dann auch sehr genau über die Entführung und den Mord. Außerdem sollten Paul und Robin der Polizei noch einmal genau zeigen, wo die ganzen Beweismittel entsorgt wurden. Am 8. November 1982 begann der offizielle Prozess für die beiden Männer und Paul plädierte auf nicht schuldig. Robin plädierte aufgrund mangelnder Zurechnungsfähigkeit ebenfalls auf nicht schuldig. Beide zeigten keine Reue, keinerlei Emotionen und man merkte, dass sie einfach nur, ja, möglichst ungeschoren davonkommen wollten. Am 26. November 1982 wurden beide für schuldig befunden und bekamen eine lebenslange Haftstrafe. Paul prostituierte sich im Gefängnis und bekam im Gegenzug Zigaretten. Ja, und 1990 ließ Paul sich dann auch tatsächlich umoperieren und änderte seinen Namen in Nicole um. Also er war nun eine Frau. 1993 wurde Pauls Strafe von lebenslang zu maximal 24 Jahren herabgesetzt und 1999 wurde er nach nur 17 Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Terry wurde nach dem Mord an Peter psychiatrisch behandelt. Ich glaube, das ist auch sehr verständlich. Ich weiß auch nicht, wie so ein 13-Jähriger damit jemals klarkommen soll. Und ja, als Terry dann noch älter wurde, geriet er leider selber auch auf die schiefe Bahn. Das ist ja leider auch oft so, wenn Leute einfach mit so Ereignissen nicht fertig werden und dann irgendwie ein bisschen abdriften. Und auf jeden Fall wurde er selber kriminell, also er beging keinen Mord oder so, aber er war schon in mehrere Raubüberfälle involviert. Robin Reed sitzt bis heute im Gefängnis. 1998 forderte er eine Milderung seines Urteils, doch das wurde abgewiesen. Und er bekam immer wieder lebenslang. Und bis zum Juni 2014 hatte Robin insgesamt 6-mal Bewährung beantragt, aber es wurde eben immer wieder abgelehnt. Ja, und das war der Fall. Ich finde das wirklich unfassbar, dass Paul nach nur 17 Jahren wieder freigekommen ist. Natürlich, man kann argumentieren, er war damals noch sehr jung. Also als er die Tat mitgemacht hatte, war er ja auch erst 17 Jahre alt und man kann natürlich sagen, ja, wahrscheinlich wurde er schon ziemlich auch von Robin manipuliert, dass er eben sowas überhaupt getan hat. Es ist die Frage so, hätte Paul das auch von sich aus alleine gemacht, so eine Tat? Eventuell nicht und Robin wahrscheinlich schon, weil von ihm diese ganze Idee ja irgendwo scheinbar auch auszugehen schien. Aber trotzdem finde ich es nicht nachvollziehbar, dass er schon nach 17 Jahren wieder entlassen wurde. Aber irgendwo, wie gesagt, finde ich es auch schwierig, weil er noch so jung war und man nicht weiß, wie er gehandelt hätte, wenn er unter anderem Einfluss gewesen wäre. Und dass Robin nicht aus dem Gefängnis kommt, ja, ist natürlich verständlich. Also, ja, ich hoffe, das wird auch wirklich niemals passieren. Terry tut mir unfassbar leid, dass er einfach mit 13 Jahren auf so grausame Weise seinen besten Freund verloren hat und ich glaube, das, was er an diesem Tag erlebt hat, wird er wahrscheinlich auch nie wirklich verarbeiten können. Und auch diese Todesangst, die er auch selber die ganze Zeit gespürt haben musste. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn man sowas erlebt. Und unfassbar, wozu manche Menschen in der Lage sind. Vor allem, weil die beiden ja auch nie Reue oder sowas gezeigt haben. Und ich saß da bei der Recherche wirklich so und dachte mir so, wie ist das möglich, dass Menschen zu solchen Monstern werden. Ich muss mir dann auch immer erstmal klar machen, dass das wirklich passiert ist. Also es ist halt wirklich passiert, weil irgendwo, wenn ich so Fälle recherchiere, habe ich, glaube ich, so, vielleicht ist das so ein Schutzmechanismus, dass ich manchmal so denke, das kann irgendwie nicht wirklich mal passiert sein. Aber es ist halt wirklich passiert und das finde ich so unfassbar. Ja, also richtig kranker Fall.
Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Fall sagt. Schreibt gerne mal eure Meinung, eure ganzen Gedanken in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns zu einem nächsten Video. Hoffentlich gesund und munter wieder. Thank you.